Tag auch meine Freunde, hier wieder euer Toni mit dem nächsten Video auf dem Kanal. Krankheitsbedingt konnte ich letzte Woche ja leider nicht im Video sein, daher kommt heute ein ungeplantes Video, nämlich mein 28. auf dem Kanal und mal wieder eins für die neutrale Playlist. Lustigerweise habe ich das Hinspiel der beiden Clubs ja auch bereits auf dem Kanal, damals aber leider eines der schlechteren Videos aufgrund schlechter Plätze. Heute liefere ich euch ganz sicher wieder Top-Qualität. Natürlich war ich schon oft in Schalke, daher kein neues Stadion für mich. Hier dennoch der Steckbrief zum Spiel. Kurzer Hinweis noch so in halbeigener Sache. Mein lieber Fahrer, ich meine natürlich Vater, war letzte Woche beim Pottbolzern zu Gast und hat ein wenig erklärt, warum und wie der Kanal sich von den anderen Kanälen unterscheidet, worauf ich achte und warum ich auf keinen Fall Flogger genannt werden will. Schaut mal rein in die Folge und vielen Dank an die Pottbolzer. Ich packe es euch mal in die Beschreibung. Gerne, genauso wie den Kanal hier natürlich, auf jeden Fall mal abonnieren. Danke. Sportlich ist die Nummer heute schnell erzählt. Harter Abstiegskampf versus fast aufgestiegen. Schalke zuletzt in Magdeburg mit einer bodenlosen ersten Hälfte. Mal schauen, was da heute gegen den Spitzenreiter aus Hamburg so passieren kann. Ich erzähle euch auf jeden Fall und wie immer gleich noch etwas zur Arena und wünsche euch viel Spaß beim Video. Wie immer an der Stelle, let's go! Die Veltins Arena ist der Nachfolger vom legendären Parkstadion, welches ja immer noch, auch wenn stark reduziert, bei der zweiten Mannschaft im Einsatz ist. Die Arena war die allererste große moderne Fußballarena im Land und wurde bereits 2001 eröffnet. Heute bietet die Arena knapp 62.000 Zuschauern Platz. Die aktiven Fans von Schalke stehen klassisch in der Nordkurve bzw. in und rund um die Blöcke N4 und N3, während die Gäste in den Blöcken V und W stehen und zwischen 55 und 66 sitzen. Der Sportler. Wir sind Schalke, niemand zu
Sehr viel Sonne, trotzdem dicke Backe voll. Wir sind ausverkauft.